Mit brutalem Willen und starkem Einsatz machen die Wasserfreunde Spandau 04 gegen den SV Krefeld 1972 den Halbfinaleinzug in der deutschen Wasserballliga klar. Das ist ein super Gefühl, ist der nächste Schritt zum Finale und so soll es auch weitergehen. Im Wohnzimmer des Berliner Rekordmeisters legt die Mannschaft von Trainer Dusan Dragic eine blitzschnelle 1-0-Führung hin. Das erleben die Spandauer auch nicht alle Tage. Trotzdessen lassen sie sich nicht aus der Fassung bringen und legen mit einem Treffer durch Bidal Baldamassi schnell nach. Von nun an stehen die Gastgeber kompakter, bekommen mehr Spielkontrolle und nehmen den Krefeldern den Wind aus den Segeln. Immerhin spielen die Krefelder ab nächster Saison nach 7 Jahren wieder in der Gruppe A. Statt SV Cannstatt, dem Düsseldorfer SC oder dem SV Weiden heißen die Gegner dann Waspo 98 Hannover, ASC Duisburg und eben Spandau 04. Angst und Bange wird den Herren aus Nordrhein-Westfalen trotz dieser großen Namen aber nicht. Schließlich beweisen sie das schon im Playoff-Viertelfinale. Den größten Anteil daran hat der Torhüter Leo Vogel, der viele Würfe der Wasserfreunde abwehren und somit einen höheren Stand von 9:3 bis zur Halbzeit verhindern kann. Viele von uns haben, glaube ich, noch nie auf dem Niveau gespielt und von daher ist es gut, was sie gestern daraus gelernt haben und heute mitgenommen haben. Wir hatten sicherlich auch ein bisschen Glück bei den Abschlüssen. Mit dem Wiederbeginn der Partie schalten die Gastgeber noch einmal 2 Gänge hoch und kommen zu zahlreichen Möglichkeiten. Erst ist es Roman Schepelev, der im Strafraum Bilal Baldamassi bedient. Der Niederländer netzt damit zum 10:3 ein. Mit einer temporeichen Offensive nutzen sie immer wieder Fehler der Krefelder Jungs aus und innerhalb von 5 Minuten bauen sie durch Dimitri Kollert sowie Maurice Jüngling die Führung auf 15:4 aus. Im letzten Viertel kämpft sich Marin Restovic nach vorn und versenkt den Treffer zum 18:4. Doch das reicht dem Team von Athanasios Kechagias noch lange nicht, weshalb sich Kollert und Jüngling nochmals in die Torschützenliste einreihen und das Spiel mit 21:6 perfektionieren. Ja, wir haben halt konsequent gespielt, haben vielleicht am Ende so ein bisschen unsere Möglichkeiten liegen lassen, aber man sieht ja auch, dass wir um einige Klassen besser sind als die Krefelder. Wir trainieren mehr als sie. Mit brutalem Willen und starkem Einsatz wollen die Wasserfreunde Spandau 04 auch im Playoff-Halbfinale an diesem Samstag gegen die White Sharks Hannover punkten. Schließlich will der Rekordmeister nach 4 Jahren wieder die Meisterschale in die Höhe stemmen.